So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Wolfenstein Youngblood. So, mal schauen, ob wir BJ da drinnen finden. BJ Blazkowicz. Unseren Vater, ha? Schauen wir mal. Gehen wir da rein? Ich will gar nicht reingehen, um Gottes Willen, Alter. Alleine nur, wenn ich da durch dieses Glas hier schaue, da ist irgendetwas Böses drinnen. Aber wir müssen rein. Ab geht's. Schon eine große Maschine. Was ist das? So, den schalten wir mal so aus. Der bewegt sich. Okay, dafür brauchen wir Diesel. Dieselkraft. Und ab. Der Cutback ist weg. So, Sturmgewehr. Das große Teil ist einmal weg, das ist gut. Na, gleich nochmal Dieselkraft, sehr gut. Aha, der hat wieder einen Schlüssel fallen lassen. Gut. Ich hab den ersten Schlüssel. So, der zweite Schlüssel kommt jetzt da, um die Ecke da. Okay, Soph. Sie haben beide Schlüssel, Abby. Okay, verschafft mir jetzt Zugriff zum Computer. Okay, so schwer war das gar nicht. Also mit der Dieselkraft. Da können wir schon ziemlich gut aufräumen. Aber da kommt noch was Großes. Da unten sind doch schon wieder die neuen. Du schaffst das! Der Maschinensoldat ist gleich tot. Wenn ich da jetzt umswitch, ja, da komme ich direkt auf die Dieselkraft, das ist gut. So, der Jäger ist weg. Da hinten ist der Große. Weg, 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 weg. Nein, das wollte ich nicht. Alter, der ist von hinten gekommen. Danke. Ich bin wieder da. Du schaffst das, Jeff. Okay, Sof. Du machst sie total platt, Sof. Und wie ich sie alle platt mache. Alle mache ich sie platt. So, wo ist der Große? Da war noch irgendwo ein Großer. Da ist er. Der macht nichts, der schaut man nur zu und ab geht's. Sehr geil. Die Waffe ist urgeil. Ah, da ist gleich noch einer, okay. Wie viel haben wir denn da noch? Nicht mehr allzu viel. Ah, hat leider nicht gereicht. Danke. Jetzt ist er weg. Und Stufenaufstieg. Sehr geil. So, Dieselkraft wäre geil. Dieselkraft wäre extremst geil jetzt. Munition voll, alles voll. Da haben wir Dieselkraft. Sehr gut. Ein bisschen zumindest. Besser als nichts. So, da vorne müssen wir die Schlüssel reingeben. Wir schauen uns aber hier nochmal um. Rüstung voll. Munition voll. Ah, da haben wir noch ein bisschen Gold. Judengold. Na, Blödsinn. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Da haben wir nochmal Dieselkraft. Sehr geil. Ich will aber mehr haben. Ich will das wieder voll haben. Ein bisschen Nahrung. Wir schauen uns hier weiter um, bevor wir da die Schlüssel reinhauen. Ich
möchte mehr Munition haben, da oben. Ja, 20. Leben brauchen wir nicht, wir sind Gott sei Dank nicht gestorben gemeinsam. Nur ich bin gestorben, natürlich. Die KI überlebt natürlich alles. Rüstung ist voll, okay. Da unten war ja auch nichts mehr. Da hinten ist gelb, da können wir aber nichts mitnehmen, leider. Da haben wir noch was. 17, ja, ist besser als nichts. Ich hätte trotzdem gerne mehr. Mal schauen, ob wir in dem Part Blazkowicz finden. Wirklich, ich bin gespannt. Ah, ich glaube, hier liegt nichts mehr. Silbermünzen, okay. Inventar aufnehmen, nö. Will ich nicht. Okay, dann gehen wir die Schlüssel rein und dann wird es wahrscheinlich da weitergehen. Nehme ich mal stark an. So, hier drinnen ist ja auch, glaube ich, nichts mehr. Wir können nochmal hier raufschauen. Da waren wir ja aber auch schon. Okay, passt. Da war das Leben nämlich. So, rein damit. So, lauf rüber. Auf der Karte sehen wir es. Wie sie rüberläuft. Und Sesam, öffne dich. Du hast ja Zugriff, Abby. Sehr gut. Mach das Tor auf. Die Sicherheitsprotokolle dieses Systems sind hochmodern. Sekunde, Mädels. Ah, muss ich jetzt wählen? Okay. Überstehen? Der Computer ist gehackt. Hört mal, hier sind Infos zu Lothars Motorrüstung. Ist super modern. Wenn ihr ihm begegnet, passt auf euch auf, okay? Was zum Teufel ist das? Was zum Teufel ist das? Ja, ja. Was ist das? Was ist das? Mir wird das interessieren, was das ist. So, Sturmgewehr und Kugelgewehr. So, Blazkowicz. Noch immer suchen. So, machen wir mal da auf. Es dauert halt ewig. Warum sie das so einbaut haben, das verstehe ich auch nicht. Und da drinnen ist nur Geld? Euer Ernst? Keine Muni? Nix? Was macht er da unten? Wenn er da unten überhaupt ist. Hier kriegen wir nochmal Muni. Sehr gut, ein bisschen zumindest. Wie viel haben wir jetzt da? 116 haben wir. Reserve, okay. War ja die einzige Chance, den Kanzler zu stoppen. Er konnte Türen zu anderen Orten öffnen. Aber dann verschwand er. Ist dich jemand gefolgt? Ich glaube nicht. Das Regime kommt nicht hier runter, wenn es nicht sein muss. Hat das Regime dich nicht erwischt, Papa? Nein, Kleines. Ich verstecke mich hier unten, um die Tür wieder zu öffnen und um zu reparieren, was ich kaputt gemacht habe. Wie meinst du das? Was hast du kaputt gemacht? Die Welt, Sof. Komm schon, Papa. Du hast den Kanzler getötet. Hyla hat irgendeine Höllenmaschine entwickelt, die aktiviert wurde, als er starb. Wollte wohl die ganze Welt mitnehmen. Max hat es als erster bemerkt. Anomalien beim Wetter, Jahrhundertstürme, Orkane, der Regen. Warum hast du nie was gesagt? Setzberechnungen waren eindeutig. Die Welt wird bald nicht mehr bewohnbar für uns sein. Daher musste ich sie finden. Als Seth starb,
führt mich seine Notizen her. Die französische Nazifrau wollte einen Laufburschen aus mir machen, aber ich habe sie durchschaut und das hier gefunden. Dann benutze es, Papa. Öffne die Tür. Es funktioniert nicht. Warum? Ich wollte es benutzen, wie Seth es mir gesagt hat, aber die Tür war zu und ich... Ich hatte eine... Ich sah eine Realität, die alles in Frage stellt. Ich verstehe nicht, was du meinst, Papa. Es gibt eine andere Dimension. Eine von vielen. Durch die Grenze von Zeit und Raum von uns getrennt und... Oh mein Gott. Was ist? Eine andere Welt, in der alles okay ist. Wo ihr euer Leben lebt, wie es sein sollte. Ein wundervoller Ort. Nicht wie hier. Nicht wie diese verfluchte Welt. Und ich bin schuld. Das ist Schwachsinn. Damals, da draußen, hast du etwas gesagt. Hilf mir auf die Sprünge. Wenn du durch das Visier guckst, konzentriert sich deine Aufmerksamkeit auf einen winzigen Punkt. Weißt du noch? Ja. Vergiss das Visier und kapier endlich, was um dich herum passiert. Was auch immer in dieser anderen Dimension ist, wir leben nun mal in dieser hier und wir müssen alles dafür tun, dass sie lebenswert ist. So wie du es früher getan hast. Und wenn es zu spät ist? Dann kämpfen wir weiter. Zusammen. Was soll ich machen? Das hier ist von Seth. Heilige Scheiße. Kanalisiere Energie aus anderen Dimensionen. Was ist das? Jess, komm her. Das muss hier irgendwo sein. Was zum Teufel geht hier vor? Wir machen dich bereit, dem Regime in den Arsch zu treten. Und zwar richtig. Töte die Brands, bevor sie losfliegen. Wenn sie in der Luft sind, ist es zu spät. Kommst du nicht mit? Sie werden euch alles entgegenschleudern, was sie haben. Ich werde sie aufhalten. Geht jetzt. Bist du bereit, Kenneth? Ich bin bereit geboren, Arthur. Schwör ab. Vollpfosten. Zwing mich doch. Kotzbrocken. Tut mir leid, General Messer. Was haben Sie gesagt? Sind wir soweit? Jawohl, Herr General. Wir haben den Siegturm gesichert. Sie können jetzt den Angriff auf Berlin einleiten. Mit Vergnügen, General Brandt. Heil dem zweiten Regime. Heil dem zweiten Regime. Ah, es ist so schön, zurück zu sein. Ich habe mich auf dich verlassen, Juli. Was? Du solltest sie außer Gefecht setzen und du hast versagt. Mein Liebling, wir haben es geschafft, oder? Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie demütigend das war, von drei minderwertigen Jugendlichen überlistet zu werden?
Luther, diese drei verwöhnten Schlampen auszunutzen, war die einzige Möglichkeit, sich des Generals und der Maschinenkommandanten zu entledigen und in Labor X einzudringen. Ich habe hart für meinen Traum gearbeitet. Beinahe sind wir am Ziel. Und fast hast du alles zunichte gemacht. Luther. Halt die Klappe! Du liebst mich aber noch immer, oder? Ja. Dreimal darfst du raten. Soldat, den ersten Aufstieg einleiten. Jawohl, Herr General. Die Geschwister Blaskowitsch sind in Anmarsch. Verdammt nochmal! Jawohl, komm, bereit machen, Juju. Stell dich vor die Tür. Ist das sicher? Ich gebe dir Rückendeckung. Luther, ich meine... Stell dich vor diese verdammte Tür! Abby, hey, komm, bitte komm, Äpfel. Scheiße, kein Kontakt. Ich bin so froh, dass du mich überredet hast, weiter General Lothar die Treue zu halten, Johann. Woher wusstest du, dass er wiederkommen würde? Ich habe gehört, dass er mit einigen Kommandanten der Regimepolizei in Kontakt geblieben ist, die ihn unterstützt haben. Und die ganze Zeit hat er sich bei den Terroristen versteckt. Genial. Okay, wir haben den Gotteschlüssel haben wir gekriegt. Wir können Kugeln abfangen. Na, geil, oder? Gute Nacht. Und wer von euch zwei ist der Herr Johann? Geile Scheiße. Okay, wartet mal. Was ist, wenn ich jetzt wechsle? Okay, gut. Ich muss anscheinend die Waffe hier haben. Wie kann ich ihn das jetzt aktivieren? Wartet ganz kurz. Es ist nämlich nur L2 da gestanden. Wahrscheinlich mit... Das ist das Licht, okay. Wenn ich nach links drücke mit dem Steuerkreuz, kann ich das aktivieren. Okay, so, Sturmgewehr. Kugelgewehr. Ich schätze mal, das wird der letzte Part sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich mich noch irgendwo durchkämpfen. Nein, ich überlege nur, ob ich jetzt ein Part-Ende mache. Nein, wir gehen da jetzt durch. Kommt's. Was brauche ich dafür? Mit Gottes Schlüssel öffnen. Okay. Hallo? Ja, ich sehe ihn auch. Was für eine großartige Party hier, was? Unsere Kugeln gehen nicht durch deine Rüstung. Deine Kugeln werden aber unsere durchsieben. Das müssen panzerdurchdringende Kugeln sein. Habt ihr Mädchen auch so viel Spaß wie ich? Und wenn wir den Gottesschlüssel nutzen und die Kugeln auf ihn zurückschießen, versuchen wir!
Bleib stehen! Egal, wozu ihr fähig seid, ich werde euch vernichten! Schade. Hilf hier. Rüstung rauf. Sammel Kugeln ein. Sammel Kugeln ein. Wo ist der geschissene Hund? Wo ist er? Da ist er. Bleib mal stehen da. Das gibt's doch nicht. Umso näher, desto mehr effizienter ist das, okay? Da ist jemand Panik. Aber das kann es ja noch nicht gewesen sein, oder? Gebt es zu! Ihr habt keine Chance gegen mich, Mädchen, den Erben unseres geliebten Kanzlers! Ich schicke euch, Mädchen, direkt in die Hölle! Ui! Hey, Schwester! Er versucht abzuhauen, Soph! Wir müssen ihm nach! Ja, aber zuerst tun wir da mal einsammeln. Rüstung aufbauschen. Gesundheit wäre nicht schlecht. Da liegt ein bisschen was. Sehr gut. Ist besser als nix. Was haben wir da drüben noch liegen? Auch noch ein bisschen Nahrung. Ich wäre gerne auf die 200 wieder. Danke. Ah, sehr gut. Und Diesel-Dinger haben wir auch wieder. So, müssen wir da jetzt auch durch? Alles oder nichts, Soph. Ist das all? Oh, ja. Wir haben noch eine ganze Menge zu tun, bevor wir draufgehen, Schwesterherz. Das ist euer Ernst? Ah, ist leider voll. Ich hätte gern Diesel-Dinger. So, General Lothar. Ich glaube, da müssen wir nicht unbedingt durchgehen. Fuck. Okay, das sind ziemlich viele. Hey du! Du verkackst dir die Dinge! Wo bist denn du? Alter, du stehst am Anfang? Ist das dein Ernst? Hey, nächste Position! Verstanden? Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Sie steht irgendwo am Anfang! Ah, ich kann nicht mal nach Hilfe rufen. Weiter so! Ja, toll. Was machst du da oben? Wie wär's, wenn du mal runterkommen würdest? Mädchen? So. Was willst du hin, Mann? Nö. Du bleibst anscheinend da oben stehen und machst gar nichts mehr, ha? Huh? Wie wär's, wenn du runterkommst? Du bist echt deppert. Sehr gut. Und hopp, hopp. So, was haben wir denn da drinnen Schönes? Sturmgewehr-Muni, sehr gut.
Bisschen Kevlar, bisschen Ding. Sehr gut. Ja, toll. Ja, jetzt. Ja, klar. Jetzt kommt's nach, gell? Wo alles weg ist, da kommt sie nach. Natürlich. Okay, wartet einmal. Sie wollen, dass ich, glaube ich, da reingehe. Da ist er vielleicht drinnen, der Herr Lothar. Kann das möglich sein? Ich schau mal kurz da rein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Was ist, wenn ich da durchgehe? Aha. Ein Versteck, ein bisschen was. Okay, was ist da? Das kann man halt nur verwenden, wenn es wirklich voll aufgetankt ist. Also wenn ich jetzt das so drauf bleibe und es wieder loslasse, funktioniert das nicht. Es muss wirklich vollkommen aufgetankt sein, so wie jetzt. Und dann kann ich das erst machen. Okay, das ist gut zu wissen. Ja, ruft Verstärkung. Mir ist eh wurscht. So, nimm mit, was geht. Na? Geht, ja. Ändere meine Position! Und danach bitte Kugelgewehr. Wie viel haben wir da jetzt? Na, nicht wirklich viel. Okay, da müssen wir durch. Wir haben aber 26 Minuten, das heißt, ich werde jetzt einmal hier den Part beenden und wir schauen einmal, was im nächsten Part passiert. Ob wir, wenn wir Lothar umbringen, ob das dann wirklich das Ende war. Wir werden es dann sehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch, wie immer, ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.